Bist du im falschen Körper geboren? Es ist kein Problem, wenn du selbst schon mal eine dieser Fragen gestellt hast. Heute kannst du nur dazulernen. Ich bin Ma, nicht binär, also auch trans, und meine Pronomen sind Es und Sein. Wann hast du entschieden, trans sein zu wollen? Ich glaube nicht, dass irgendeine Person morgens aufwacht und denkt, yay, ich bin trans! Oder yay, ich möchte gerne trans sein, weil es ist vielleicht viel einfacher, als ein anderes Geschlecht zu leben, als das, mit dem ich gerade bezeichnet werde oder das, was mir zugeschrieben wird. Es ist ein langer Prozess. Ich denke, es impliziert, dass man eine Entscheidung hat. Also zu sagen, hey, heute bin ich trans, morgen bin ich es nicht mehr. Es ist keine Modeerscheinung, es ist nichts, was ich jemandem wünsche in dem Sinne, weil es eine harte Zeit sein kann und weil es oft in der Gesellschaft immer noch viele Barrieren gibt, die wir jeden Tag irgendwie überwinden müssen. Wir müssen uns selbstständig erklären, es werden gewisse Erwartungen gestellt, es wird mit anderen Maßstäben gemessen und es ist einfach uncool, ziemlich uncool. Früher, als du noch ein Mädchen, ein Junge warst. Früher war ich vor allem erstmal ein Kind. Ich glaube, dass der Mensch einfach gerne in Schubladen denkt. Und das binäre Geschlechtssystem ist genau das, zwei Schubladen, in die Menschen eingeteilt werden, weil sie eben bei der Geburt gewisse Merkmale aufweisen. Dass das aber einfach auch eine falsche Zuweisung sein kann oder ein falsches Label, das wird gerne vergessen. Das binäre Geschlechtssystem bedeutet, dass es diese Einteilung in männlich und weiblich gibt. Es gibt allerdings auch Dinge dazwischen, Dinge außerhalb und Menschen, die sich sowohl als auch fühlen können. Cis zu sein bedeutet, dass du dich mit dem Geschlecht identifizieren kannst, was dir bei der Geburt zugewiesen wurde. Das trifft eben nicht auf alle Personen zu. Das Gegenteil dazu wäre eben trans. Trans bedeutet, dass du dich eben nicht oder nicht vollkommen mit dem Geschlecht identifizieren kannst, das dir bei der Geburt zugewiesen wurde. Ich selbst sehe mich unter dem schönen Begriff nicht-binär, kann mich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen, würde mich also selbst genau in der Mitte verorten vielleicht. Hattest du schon die OP? Ich habe meinen Blinddarm noch. Ich habe auch alle anderen Organe noch. Oh nein, ich hatte Weisheitszahn-OP. Zählt das? Viele Leute sehen, glaube ich, eine Person erst als vollwertig dem geschlechtsangehörend an, wenn sie wissen, dass gewisse körperliche Merkmale vorhanden sind. Hat die Person Brüste, hat die Person einen Penis oder was auch immer. Es ist, glaube ich, einfach immer noch dieses Schubladendenken, dass die Leute einfach wissen wollen, obwohl es sich gar nichts angeht. So, was ist denn da jetzt eigentlich genau los? Schon aufgrund der Tatsache, dass es eben nicht die eine OP gibt. Jede Transperson ist anders und jede Transperson möchte vielleicht andere Anpassungen vornehmen lassen. Das ist auch völlig in Ordnung. Es ist jede Person selbst überlassen, inwieweit sie medizinische Prozesse über sich ergehen lassen möchte, um zu transitionieren. Transition bedeutet, sich selbst mehr zu dem Menschen hinzuentwickeln, den man in sich selber sieht und der vielleicht sehr losgelöst sein kann von der Person, die andere Menschen in einem sehen. Meine Transition für mich ist abgeschlossen, in dem Moment, als ich meinen Namen gefunden habe und ein Pronomen, mit dem ich mich wohlfühle. Du kannst ein Transmann sein und ein Kind bekommen. Das macht dich nicht weniger zu einem Mann. Und genauso gilt es eben für alles andere. Du fühlst dich als Mann, du bist ein Mann. Und welche Maßnahmen du selbst ergreifst, um vielleicht dein Erscheinungsbild anzupassen, das ist ganz und gar allein deine Sache. Ah ja, hab ich mir schon gedacht. Und was jetzt genau? Das ist ein Satz, den Transpersonen sehr häufig kurz nach oder direkt zu ihrem Outing bekommen. Wenn sich eine Person vor dir outet, dann bedeutet das, dass sie dir genug vertraut, um dir ihre eigene Wahrheit zu erzählen. Dann wäre es gut, wenn du erstmal zuhörst, dich selber rausnimmst und vor allem erstmal den Fokus auf die andere Person legst und zuhörst und versuchst, es anzunehmen. Ich weiß nie, was richtig ist, er, sie oder es. In meinem Fall ist es es. Aber vor allem ist es wichtig, dass wenn du dir unsicher bist, einfach die Person selber fragst. Oft kann es einfach sein, indem du dich selbst mit deinen Pronomen vorstellst, wenn du neue Leute kennenlernst. Du sagst einfach, hallo, ich bin sowieso, meine Pronomen sind dies, das. Und dann fällt es der anderen Person auf, auch leichter, selbst die eigenen Pronomen zu sagen, ohne sich dazu gezwungen zu fühlen oder eben das Gefühl zu haben, direkt falsch angesprochen zu werden, weil das macht keinen Spaß. Ich weiß, dass es sehr ungewohnt sein kann, sich an neue Pronomen zu gewöhnen. Das ist okay, niemand ist perfekt und niemand muss es sofort richtig machen. Wichtig ist, wenn du feststellst, dass du dich geirrt hast, dich versprochen hast, aus Versehen ein falsches oder altes Pronomen benutzt hast, entschuldige dich am besten bei der Person, bemühe dich beim nächsten Mal, es besser zu machen. Wenn die Person dich selbst darauf hinweist, nimm es bitte an, ohne dich direkt angegriffen zu fühlen, weil du einen Fehler gemacht hast. Es ist nicht schlimm, einen Fehler zu machen, aber korrigiert euch. Wie ist dein richtiger Name?
Mar, mein richtiger Name ist Mar. Wenn sich eine Transperson outet oder eine Person, die du schon lange kennst, sich mit einem neuen Namen vorstellt, dann ist das ab genau diesem Zeitpunkt der richtige Name dieser Person. Unabhängig davon, was auf der Geburtsurkunde steht, was im Ausweis steht. Denn das ist das, was die Person dir sagt und darauf solltest du hören. Es gibt nur zwei Geschlechter. Seriously? Gibt es nicht. Nur erstens ist das schon mal rein biologisch betrachtet völliger Unsinn. Denn es gibt auch Menschen, die mit diversen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommen und denen einfach dann gesagt wird, so, du musst dich jetzt entweder in die eine Kategorie oder in die andere Kategorie operieren lassen. Das nennt sich dann intergeschlechtlich. Also rein biologisch ist diese Aussage schon mal falsch. Und außerdem findet Geschlecht hier statt und nicht da unten. Wird allgemein vom biologischen Geschlecht gesprochen, geht es vor allem um Körperbau, um Hormone, um Chromosomen. Wenn es um das soziale oder empfundene Geschlecht geht, geht es eben genau darum, wie sich der Mensch selbst verortet. Bist du im falschen Körper geboren? Ich bin der Meinung, dass es keine falschen Körper gibt. Ich denke nur, dass die Erwartungshaltungen oder das Bild, was in der Gesellschaft mit gewissen Körpermerkmalen einhergeht, das eigentliche Problem ist. Anstatt zu sagen, hey, du bist ein Mensch und du kannst tun und lassen, was du willst. Und du tust einfach am besten das, was sich für dich richtig anfühlt. Und wenn dein Körper sich richtig anfühlt, wie er ist, und du aber trotzdem einen anderen Namen oder andere Pronomen für dich benutzen möchtest, ist das völlig legitim. Das macht dich nicht weniger trans. Generell finde ich es auch okay, wenn Fragen gestellt werden, aber es kommt immer darauf an, wie sie gestellt werden. Und da ist sensible Sprache natürlich extrem wichtig. Und Sprache kann verletzen, Worte können verletzen und selbst eine gut gemeinte Frage oder eine nett gemeinte Frage kann falsch gestellt einfach Personen sehr verletzen. Deswegen ist es extrem wichtig, darauf zu achten, was sage ich, wie sage ich es und zu reflektieren. Und wenn einen jemand korrigiert, zu sagen, danke für den Hinweis. Es ist kein Problem, nicht sofort alles perfekt drauf zu haben. Es ist auch okay, einen Fehler zu machen. Aber bitte reflektiert euer Verhalten. Wenn du Lust hast, dich noch weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen, findest du hier die Queere auf Klo Playlist. Ciao!